Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr zu dem Fortnite-Shop verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann werdet ihr über jedes Video informiert und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal direkt auf den neuesten Shop vom heutigen Tag. Im heutigen Shop sehen wir hier ein neues Set mit zwei neuen Skins und ich würde sagen, ich zeige mal hier direkt die Skins. Das ist hier der Knurra-Skin und der ist hier aus dem neuen Tierjacken-Set. Und wie man schon sieht, der hat hier so eine übergroße Jacke an, so eine Hundejacke. Sieht auf jeden Fall verdammt lustig aus, ist mal was komplett Neues. Auf dem Rücken ist hier auch so ein Hunderucksack und ich muss sagen, das gefällt mir echt sehr gut. Und auf jeden Fall ist das hier der männliche Skin, das hier ist dann der weibliche Skin, der Schlappohr-Skin. Und die hat ja auch so eine große Jacke an, aber diesmal mit solchen Hasenohren. Sieht echt verdammt lustig aus und das hier ist das Rückenteil, das ist hier halt auch so ein Hase. Und ich muss sagen, die beiden neuen Skins gefallen mir echt sehr gut. Ist halt mal was komplett Neues. Und auf jeden Fall gibt es zu diesen Skins auch einen Haken und einen Gleiter. Und das hier ist dann der Gleiter, der Flauschsegelgleiter. Und ja, der ist relativ groß gehalten. Und ebenfalls ist er hier so aufgebläht, beziehungsweise übergroß einfach. Und auf jeden Fall gibt es hier auch so Stile. Das heißt, man kann hier einmal Hund und einmal Kaninchen auswählen. Und ja, ich muss sagen, gefällt mir echt sehr gut das Set bis jetzt und ich würde sagen, ich zeige es mal direkt die Hacke. Das ist hier der Pressluftspalter und hier kann ich natürlich direkt mal den Ton zeigen. Ja, die Hacke ist jetzt nicht so besonders, der Ton ist jetzt auch nicht so gut, aber ich finde ansonsten ist das Set eigentlich ganz gut. Und bei den täglichen Gegenständen sehen wir hier an erster Stelle die Aerobic-Assassinen. Und das ist hier der weibliche Skin aus dem Spandex-Truppe-Set. Und das ist hier so ein Hippie-Skin. Auf dem Rücken hier solche Gewichteplatten. Und ja, ich weiß nicht, der Skin ist so relativ fröhlich gehalten. Aber ich würde mir persönlich jetzt nicht kaufen. An nächster Stelle ist hier die Arktis-Assassinen. Und das ist hier der weibliche Skin aus dem Arktis-Einsatz-Set. Und die ist hier so schwarz-weiß gehalten. Echt schon sehr alter Skin, der schon sehr oft im Shop war. Aber ich finde den bis heute eigentlich immer noch sehr, sehr gut. Ja, das waren hier die zwei Skins. Ansonsten sind hier noch zwei Emotes. Einmal hier das Adler-Emote. Ja, auch schon ein etwas älteres Emote. Der macht hier einfach die ganze Zeit diesen Adler und da kommt halt die Musik dazu. Und dann ist hier noch das Fingerwedler-Emote. Und ja, wie man sieht, der wackelt nur ganz kurz mit dem Finger. Ist eigentlich nichts Besonderes und ja, würde ich mir auch nicht unbedingt holen. Ansonsten ist hier noch die Hacke Nachteule. Das ist hier die Hacke aus dem Geigenvögel-Set. Und ja, das ist halt einfach so eine Eule als Hacke. Sieht eigentlich auch ganz okay aus. Und das hier ist der Ton. Und das hier ist dann der letzte Gegenstand. Das sind die Battle Pass Stufen für 900 V-Bucks, 10 Battle Pass Stufen. Ist ja schon in den letzten Tagen hier im Shop gewesen. Und auf jeden Fall war das dann jetzt der Shop vom heutigen Tag. Wenn euch dieses ganz kurze Video zum Shop gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Videos zu Fortnite sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.